So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scammamamam. Genau so sieht's aus. Und zwar ist heute mein Plan, gestern haben wir das erste Mal getankt, ne? Jetzt habe ich mich eben eingeloggt. War hier haben wir uns gestern ausgeloggt, ne? Um und bei. Habt ihr nicht gesehen, aber da habe ich mein Auto abgestellt. Und hier war ein Lootjob. Und ich dachte die ganze Zeit, ich nehme auf. Schade, ich habe nicht aufgenommen. Bin hier einmal rübergefahren und stand da auch schon ein roter Golf daneben. Haben uns ein bisschen nett unterhalten. Haben uns den Loot so ein bisschen geteilt. Und ja, da war auf jeden Fall schon jemand da. Ziemlich interessant, war ein lustiges, nettes Gespräch. Und jetzt ist mein nächstes Ziel allerdings. Ich muss Kohle verdienen. Wir müssen Geld zusammenkriegen. Wir haben 4.100, das war's. Das ist die Kohle von Anna und mir. Mehr haben wir nicht. Und dementsprechend ist mein Ziel mal wieder der Navy-Bunker auf A4. Mal gucken, was uns heute da erwartet. Und ich denke, da möchte ich ein-, zweimal rein. Und ja, dann haben wir ein bisschen Kohle zusammen. Und dann kann ich auch zusehen, dass ich mir dann irgendwie mal langsam ein Dingsbums baue hier. Na hier, ein Fundament, ne? Und gucke, wo möchte ich bauen und wie möchte ich bauen. Ich möchte mir auf jeden Fall mal ein Fundament setzen. Weiß nicht, ob ich das heute schaffe. In jedem Fall fahren wir jetzt hier mal rüber. Und ich werde es aber pausieren, die Aufnahme für euch. Sprich, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier bin. In diesem Sinne, bis gleich, ihr Lieben. So, Party Peoples, da sind wir wieder. Angekommen unten, Navy Bunker auf A4. Beste vom Besten. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich am Ende des Videos werde ich es mal verlinken. Beziehungsweise werde ich es euch einblenden, ne? Wie man hier den besten Lootweg hat. Oder ihr guckt hier selbst nochmal rein. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon. Ja, ein Hauptvideo habe ich dazu gemacht und in einem anderen Video habe ich es dann nochmal gezeigt. So beiläufig aber eher. Leicht verdorben wollen wir nicht. Eine Grille geht immer, wenn es denn eine gäbe. So, mit rein nehme ich halt, warte mal. Die olle Schrotflinte, die will ich nicht mit reinnehmen. Die soll nachher mit vertickert werden. Die lassen wir in der Car. Nicht. Sowieso schon viel zu viel schon drin. Wo hat er den denn jetzt hingeschmissen? Da oben. Okay, das ist in Ordnung. So, wir brauchen hier aber, wie gesagt, unseren Platz. Auf jeden Fall im Halft, im Holster. Den Compound-Bogen, ich glaube, den lasse ich so lange auch hier. Weil auch der frisst mir Platz. So. Ja, meine Pistole nehme ich mit, vorsichtshalber, und das langt. Okay, rein geht's. Und schon sind wir ein bisschen leichter. Guck mal, wie luftig, flockig der jetzt laufen kann. Wuhu! Hoppala, sorry. Da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Hier gucken wir nochmal, der hat 68. Der dürfte auch leicht verdorben sein. Ja. Oliven. Ja, zwei Oliven gehen immer. Geben ein bisschen Flüssigkeit und ansonsten eben Nahrung. Schadet nicht. Und Vitamine, ne? Was bei mir ziemlich beschissen aussieht. Makronährstoffreserven. Okay. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Haselnuss habe ich noch ein bisschen drin. Okay. So, hier geht's hoch. Und hier geht's dann rein. Laufen wie immer natürlich die ganzen schönen Max. Sag euch, der lange Weg hier runter immer, ey.
Habt ihr Urlaub für nehmen? Ja, guck mal, 129 habe ich noch auf dem Kontostand. Auf dem Weg hierher musste ich zweimal tanken. Also ich musste nicht, aber ich habe. Und das hat mich jeweils gekostet 52. Naja, man muss immer was drauf haben, ne? Und wie gesagt, wir haben jetzt knappe 4000 auf der Bargeld noch. Und, ach so, hier klackerte irgendwas. Das war mein Mauskabel. Und, das reicht nicht. Man braucht auf jeden Fall Reserven. Zumindest so, dass man sich keine Gedanken machen muss, bin ich der Meinung. Kann ich tanken? Komme ich ans andere Seite, auf die andere Seite der Map oder nicht? Ne? Die Frage möchte ich mir nicht stellen müssen. Oh, Mackie, Mackie, Mackie. So. Gucken wir hier erstmal durch. Hier hat man gerne auch schon mal einen Schraubendreher dabei. Oder eben was zu trinken. Nehmen wir uns mit. Rasierklinge. Ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. So, hier wieder zurück. Ganz wichtig, nicht da vorne lang. Und 5 Meter Seil ist gut. Schachtelbolzen ist auch gut. Er kommt gerade zurück. Komm, aber das will ich ausnutzen jetzt. Jetzt kommt der andere. Aber der dreht sich da schon um. Genau. Und direkt jetzt hier links. Ah, shit. Ja, okay. Dich ziehe ich mal bis ganz nach hinten, dass den Schuss sonst keiner hört. Boah, jetzt wäre ich ja fast reingefallen, ey. Gucken wir mal. Okay, der hätte ihn mitgekriegt. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Weil sieht uns der Mac auch nicht mehr. Kommt keiner angelaufen, ne? Ach, war genug drin. Was soll der Geiz? Ich bin immer mal ein bisschen übervorsichtig, glaube ich. Und lade das Ding viel zu schnell nach. Obwohl noch reichlich drin ist. Oh, da kommt er wieder. Aber dürfte zeitlich sehr gut passen. So, jetzt warten wir die beiden noch ab. Und dann geht es hier vorne links um die Ecke. Jetzt mal einen Schraubendreher. Wo wir genug haben, erstmal, aber die kann man wahrlich nicht genug haben. Jetzt kommt gerade der andere, ich höre ihn schon. Komm, mach die Biege, du. Cool, hier kann man angeln oder was? Kann man hier drin sogar angeln? Sieht ganz danach aus, ne? So, mal kurz gucken. Ich will hier schnell rein. Und jetzt heißt es Vorsicht. Jetzt haben wir eine Nadel. Das ist schon mal gar nicht verkehrt, denn wir haben auch einen Faden. Dann machen wir uns doch direkt mal ein Nähset. Ein improvisiertes Nähset. Oh, die Sachen sind noch Tutti. Handschuhe haben wir gelesen, ne? Immer in gutem Zustand halten, sonst kriegst du Risse in den Händen. So, zuerst würde ich aber mal die Dinger hier.
wir den ersten. Da haben wir nichts drin, okay. Und da hinten kommt noch einer von links immer. Obwohl der gerade irgendwie nicht da zu sein scheint. Haben sie den rausgenommen vielleicht? Ich bin der Meinung, ich hätte ihn schon sehen müssen. Da ist er. Oh, da hinten bewegt sich was. Oder ist das so eine Warnleuchte, die sich dreht? Ich glaube, es ist so eine Warnleuchte, ne? Ist das jetzt eine Einheit oder was? Da liegt schon einer rum. Fiedebumm. Oh nein, hoffentlich sieht er mich jetzt hier nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben noch den Tisch von der Seite. Hier zwei Kisten, die Spinde und dann sind wir durch. Und dann können wir da hinten hoch. Das ist riskant von mir. Das war riskant. Jetzt haben wir ihn kurz an der Backe. Nee, er geht seine Route tatsächlich, oder? Geht er jetzt hier um die Ecke, damit er hier rankommt? Rein kann er in jedem Fall nicht. Das Tor ist zu niedrig für ihn. Ja, er kommt ran. Oder auch nicht. Er kommt nicht ran. Soll mir auch recht sein, ne? Ist da hinten, dann haben wir kurz Zeit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das war knapp. Alter! Wo? Durch den kleinen Schlitz da vorne. Du bist ein Saftsack, du echt. Ich dachte, ich habe immer den kompletten Containerlaufweg. Zeit hier. So schnell kann man sich täuschen. Immer noch den letzten hier hinten. Und dann geht's wieder an den Anfang. Guck mal, ich glaube tatsächlich, dass sie den anderen Mac da hinten rausgenommen haben, ey. Kannst da nicht durch, oder? Scheiße. 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 Mit E. Du musst schnell weg, bitte. Du musst schnell weg, bitte. Bevor der andere wieder kommt. Jetzt hört er mich zwar, aber egal. Boah, Schwein gehabt. Der andere ist gerade weg gewesen, sonst hätte ich das Risiko auf mich nehmen müssen und laufen. Geht weg, ne? Geht weg. Dann laufen wir rüber. Nein! Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Kann nicht immer alles nach Plan laufen, ne? Das wäre ja auch langweilig. Hier waren wir schon. Aber warte mal, ein Feuerzeug möchte ich mir doch nochmal gönnen, weil ich habe kein Feuerzeug. Immer gut. Wir müssen nämlich bald auch wieder grillen, denn wir haben noch das ganze Fleisch vom Wildschwein im Auto. Das muss ich zubereiten. Geizen wäre natürlich räuchern, ne? So, hier oben dran denken, Leute. Immer ducken. Die können euch hier durchs Fenster sehen. So, endlich. Immer schön geduckt bleiben.
Was haben wir da? Aspirin. Ja, nehmen wir erstmal mit. Arbeitshandschuhe. Wie sind denn unsere? Wir haben taktische Handschuhe. Ich würde die gerne mal mitnehmen, weil die jetzt immer wichtiger werden im Spiel. Panzerband brauchen wir nicht. M82A1 Magazin. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die. Nee, habe ich nicht. Ich habe die AWM. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Liegt nicht ständig überall rum. Die brauche ich, die Munition. Ja. Nee, ich brauche 762. Mal 57? Weiß ich nicht genau. 338er. Das ist doch, wenn mich nicht alles täuscht, für die AWM, ne? 308er für die Desert Eagle. Kann mir mal nicht merken. Oh, guck mal, kriegen wir gleich was dazu. Zielfernrohr und nice. Nice. Also, wo haben wir unsere Dietriche? Da. Einmal zerlegen das Bündel. Damit wir knacken können. Da ist es. Ich mache es immer so viel wie möglich auf und dann macht das Looten mehr Spaß irgendwie. Also mir zumindest. Next. Hier ging schnell. Und der letzte hier auf der Seite. So, dann hätten wir. Fangen wir direkt mal hier an, oder? Was haben wir? AWP Grün. Siehst du, Holster. Bereit. Sehr gut. Rauchgranate. AWP Desert. Guck mal, und schon sind die beiden Holster voll. Oh, SVD, sehr gut. Nein. Machen das so. Einmal fallen lassen jetzt. Liegt sie am Boden. Achso, an dem war ich ja. Desert Eagle Magazin. Oh, das geht heute. Geht's gut ab hier. Muss man sagen. Letztens, als wir drin waren, da war ich gefühlt zu. Na, nicht gefühlt, da war ich für eigentlich gar nichts drin. Ne? Desert Eagle Taschenlampe. Okay. Haben wir schon ein bisschen Wert zusammen in jedem Fall. Was haben wir hier für eine? Untersuchen. Einmal verwendbare. Stand da nicht immer der Dings dabei? Der dazugehörige Bunker. Ja, ich muss gucken. Ich möchte eigentlich alles mitnehmen. Ich nehme die nachher in die Hand. Schachtel, sehr gut. Die hat ein bisschen Wert. Wenn ich sie nicht brauche. Gummiband, ja, hier findest du eigentlich. Ich habe hier, glaube ich, noch nie einen Schraubendreher gefunden, hier oben. Die sind immer nur da unten. Die brauche ich auch nicht. Könnte aber sein, dass hier einer spawnt, ne? Alt Wasser nehmen wir uns mit. Da waren wir schon mal so knapp dran. Seitdem, weiß ich nicht. Nehm ich einfach Wasser mit. Den hatten wir. Hier kann auch nochmal schöner Stuff drin sein. Ist es leider nicht.
Jetzt reicht's aber damit Wasser. Wieso kann ich die da nicht mehr reinlegen? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jetzt habe ich die liegen lassen, ne? Oder war gar keiner mehr übrig? Das weiß ich gerade gar nicht. Eine. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Hatte ich nicht so noch welche dabei? Haarklammern? Aber es waren noch keine hergestellte Dietriche. Von daher müsste ich eigentlich. Nun gut. Herstellen Dietrich. Ich möchte eigentlich noch mal ein bisschen rauslaufen hier, ne? Also ins Gebiet selber. In die Militärbase selber hier. Ah, das ist so riskant. Hier sind so viele Mechs und das ist so verwinkelt, dass du hier echt schnell draufgehen kannst. So, der letzte. Der ist links, habe ich mir gedacht. Okay. Wir haben SVD-Magazin. Oh, heute ist sehr gut hier. Das ist schön. Wir haben die SVD und ein Magazin dazu. Was ist Wahlmagazin? Ist man. Die können wir so einstecken. Das ist so gut. Mit 80%. Das ist richtig gut. Und 50er nochmal dazu. Alter Verwalter. Ich würde sagen, wir haben gut abgestaubt hier. Jetzt müssen wir die SVD nur noch holen. Der Mac kommt gerade zurück, da kann ich zurücklaufen. So, die nehmen wir uns mal in die Hände. In die Höhe. Komm, lasst uns fröhlich sein. Achso, warte mal, ich wollte gucken, was frisst denn die SVD eigentlich? Das müsste ja auch 7er sein, oder? 762 mal 54. Müssten wir haben. Wir haben, glaube ich, beide gefunden. 762 mal 54? Was? 762 mal 54 Millimeter R. Das waren die andere, die wir 762 mal 39. Das ist 54er haben wir gar nicht. Die haben wir gar nicht. Geht das rauf? Das geht nicht rauf. Aber das geht hier rauf. Dann haben wir das schon mal. Brauchen wir nur noch ein AWP-Magazin, ne? OHS. Das ist VSS. Ja, schade. Das M82A Zielfernrohr geht drauf. Das Magazin natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen spezifischer hier, das Ganze, ne? Das ist natürlich ein bisschen spezifischer. Okay, Magazin haben wir nicht dafür. Egal. Wie sieht's denn mit der aus? Was passt da denn so plattformübergreifend sozusagen drauf? Einfach mal probieren. Ich habe es mit der noch nie probiert, weil ich die immer gleich verscherbe. Na gut, Desert Eagle höchstwahrscheinlich nicht. Magazin auch nicht. Aber das könnte sein. Die Tashlamp. Ich muss mich nachher echt entscheiden, was ich verkaufen möchte, ne? Um ehrlich zu sein. Okay. .556 NATO Sturmgewehr.
Weiß nicht, ob ich die behalten will. Ich habe sie hier in dem Spiel nicht so mit Sturmgewehren. Brauchst du natürlich sehr, sehr, sehr selten. Ja, wofür soll ich die mitschleppen? Mal gucken, wie viel sie gibt. Die hat 79. Gehen wir gleich mal zum Händler. So, dich nehmen wir in Hand. Regenmantel, ja. Okay. Raus, ab zum Auto. Obwohl ich, wie gesagt, sehr viel Bock habe, hier noch ein bisschen weiter zu looten. Hier hinten raus und da hinten, da sind so viele Hangare noch und die Baracken. Da liegt da auch immer geiler Stuff drin, aber das ist mir zu riskant, ey. Hier durch den Tunnel sowieso nicht. Das geht nur, wenn die Mechs aus sind. Ist er sehr langsam unterwegs hier. Ich sehe schon. Sind natürlich voll bepackt, ne? Und mir fällt gerade auf. Scheiße. Ich kann gar nicht klettern. Wer wird die SVD denn ablegen? Die liegt da ab, ne? Die liegt da ab. Mist, ey. Warte mal, die passt auch. Die passt auch nicht rein. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Keine Wahl. Ich muss erstmal so raus und die andere dann noch nachholen. Ah, die will ich nachholen, weil ich glaube, dafür kriege ich auch knapp 2.500, ne? 2.000 oder was? In dem Zustand. Geld ist Geld. So, dann krabbeln wir hier mal wieder hoch. Oh Mann, ey, schade. Ich brauche eine Halfter mehr. Ein Holster. Ein Holster mehr. Egal, wir sind da im Grunde schnell wieder hier unten und holen uns die, ne? Packe ich die erstmal in die Karre jetzt und dann flitzen wir ja nochmal runter. Voll bepackt ist er. Geil. So muss das sein. Ja, jetzt verliere ich auch relativ schnell wieder Essen. Gucken, ob wir ein bisschen was zu trinken kriegen. Nope. Da können wir ein paar Proteine warten. Nope. So, und rein damit. Was sagt unser Platz hier? Alter, oh nein, 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 nein. Guck mal. Das kommt davon, wenn du nicht aufräumst hier. Dich brauchen wir gar nicht fallen lassen. Ich muss viel verkaufen gleich beim Händler. Ganzen Scheiß, den man nicht braucht. Was haben wir hier? Mal 57, mal 39. Guck mal, das passt nicht. Das ist echt selten für die SVD, ne? Ich denke aber auch, dass ich die SVD eher verkaufen werde. Quatsch, den brauchen wir auch nicht mehr fallen lassen. Die brauchen wir auch nicht mehr. So viele Sachen, die ich erstmal immer mitgenommen habe. Rein damit. Alter, sind wir voll, Mann. Alter, sind wir voll, Mann. Hui, hui, hui. Brauchen wir nicht. Daraus wollte ich eigentlich Würstchen machen, aber ich weiß nicht. Ich will es eigentlich echt gern machen, ne? Die Würstle.
Spaten, ja, toll. Mann, was mache ich denn jetzt? Muss die andere ja noch holen, ne? Spaten möchten wir eigentlich behalten. Komm, die hauen wir raus hier. Scheiß drauf. Alte kaputte Ding, ne? Ja, was nahm da nochmal 50 AE? War das die M82 Punkt, Punkt, Punkt? Kann das sein? Die passt hier rein. Ergo, wir holen uns die noch eben. Ich hole euch gleich wieder dazu. Ihr müsst das ja nicht sehen. Entschuldigung, erstmal husten und weiter aufnehmen. Da ist er wieder. Wir haben uns die AWP geholt. Packen wir schnell ins Auto. Wenn er das ja machen würde. Hallo, hallo. Du kannst ihn damit gerade gar nichts machen. Ich kann damit gerade gar nichts machen. Oh Mann, ey. Guck mal, irgendwas. Irgendwas ist auch komisch. Können wir kurz ins Hauptmenü einmal kurz auslocken, wieder rein. Ja, die kleinen Macken bei Scam, ne? Aber hier steht's, ne? Early Access, niemals vergessen. So. Müsste jetzt eigentlich wieder funktionuckeln. Ja, da ist es wieder. Das wär's. Und auf zum Händler. Der ist hier oben direkt. Wollt ihr bei der Fahrt dabei sein oder nicht? Ich weiß das immer nicht genau. Ich lasse jetzt mal an. Ist ja nicht rein. Und da wird verkauft. Und ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Und ich weiß nicht, um ganz ehrlich zu sein, ob ich überhaupt eine von den Waffen behalten soll. Oder ob ich erstmal alle verkaufen soll. Inklusive auch die Desert Eagle, weil naja, Anna hat eine Pistole, ein paar Aufsätzen, das reicht uns eigentlich. Immer erstmal, ich benutze hauptsächlich den Bogen. Ich glaube, sie hat sogar eine AWP. Weiß aber nicht, ob sie ein gutes Visier dafür hat. Das würde ich mal behalten. Und ja. Das kann man mal behalten. Aber ich glaube, sie hat eine gehabt. Oder auch nicht und will sie gar nicht haben. Das weiß ich immer nicht. Die findet man aber auch schnell wieder. Von daher ist das in Ordnung. So, links gleich rauf im Feldweg. Abzweigung noch? Ja, gleich. Ne? Einfach immer draufbleiben. Die zweite Möglichkeit rechts und dann geradezu. Hier, ne? Hier. Ja, eigentlich logisch. Zum Leuchtturm. Das andere führt einfach nur zum Leuchtturm. Und jetzt ist nur geradezu. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es hier der beliebteste Händler ist. Der am meisten angefahren, ne? Bin gespannt, ob sie irgendwann die Map doch nochmal verändern, also so richtig verändern.
vielleicht sogar eine komplett neue Map. Kann man sich auch vorstellen. Ne? Ich meine, es wären nicht die Ersten, die das machen. Oder eine Erweiterung, keine Ahnung, nochmal die Hälfte dazu oder sowas. Vielleicht sogar die komplette Größe nochmal dazu. Das frisst natürlich Platz, ne? Aber da würde ich auch Geld für ausgeben, muss ich ehrlich sagen. Würde mir gefallen. Ich denke, irgendwann müssen sie die erweitern. Denn auch so eine Map ist irgendwann abgefahren, ne? Und dann doppelt abgefahren und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Sie werden dann halt trotzdem irgendwie alt. Und dadurch verlieren die Spieler irgendwann die Lust, weil sie in- und auswendig kennen. Und da muss man nachlegen. So ist das leider. Und das wird irgendwann kommen. Dann reicht es auch nicht mehr, da irgendwie ein Atomkraftwerk jetzt hinzusetzen, wie es jetzt gerade der Fall war. Denn ja, ich persönlich finde, das ist ja, der Reiz ist nicht wirklich da. Du verreckst da viel zu schnell. Uiuiuiui, alter Schwede. Du verreckst da viel zu schnell und hast viel zu viel Arbeit nochmal damit, das wieder hinzukriegen. Deine Schäden auszubügeln. Und ich glaube, es soll ja so ein Atom-Dings da geben. Irgendwas kann man da einsammeln, was ziemlich wertvoll ist, aber what else? Irgendwie nicht wert. Das ist das Problem. Ich dachte, das Haus bröckelt da gerade. Okay. So, wir gucken direkt mal. Da hinten ist der Weaponhändler. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Da ist er. Noch ein paar Ruckler hier. Okay. So, wir wollten machen. Was läuft hier rum? Das Windrad macht jetzt Geräusche. Cool. Die Desert Eagle. Die verkaufe ich ja. Die nutzen wir eh nicht. Die verkaufe ich. Seil behalten wir natürlich schon. Granaten kommen weg. Die behalte ich. Noch ein D-Eagle-Magazin, M82-Magazin. Das kommt mit weg. Ich vertick erstmal alles. Wir finden das eh wieder neu. Dementsprechend, jetzt ging es ja wirklich primär erstmal darum, Geld zu verdienen. Ne? Und mal Geld in der Tasche zu haben. Das ist das Wichtigste. Okay, gucken, hier ist alles zusammengewürfelt. 9 mm brauche ich. Kommt damit hin, wird nicht verkauft. Den verkaufen wir gleich. Du kannst noch mit weg. So. SVD. Tut mir ein bisschen in der Seele weh, ne? Aber auch das Zubehör dafür jetzt wieder zusammenzusammeln oder gegebenenfalls zu kaufen, das frisst viel zu viel Zeit, hey. Die kommen weg. Die nicht. 308er war für weg. Ich habe es ja vorhin erklärt, was wir nutzen. Scheißegal. Nicht lange drüber nachdenken jetzt. Gibt immer nur ein bisschen Money, aber ein bisschen Money ist besser als gar kein Money. Der 57er Schachtel, 338er, das war die 9mm, Schießpulver, kann auch weg, so, dann hätten wir das hier oben durch. AWP Deserts, weg. Grenade, Desert Eagle Magazin, Desert Eagle Magazin, Desert Eagle Magazin. Hunter 85 Magazin, denke ich mal, ja. Auch wenn da steht Waffenteile. Ja. Da haben wir noch eine grüne und da haben wir noch eine ältere. Die hatte das Visier drauf, ne? Das möchte ich abnehmen für Anna, vorsichtshalber.
behalten wir noch. Komm, altes Ding hier, gibt auch ein paar Ocken. Shit, egal, weg damit. Dann haben wir dich, du Lümmel. Kriege ich jetzt hier doch, warte mal. Ich glaube, die passt dazwischen, oder? Ja. Noch mehr gesehen. So, ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Bin gespannt, was wir rauskriegen. Hier ist die Kohle. Was haben wir jetzt? 4.134. Die Welt wird es nicht, aber es wird genug sein erstmal. Die Claymore möchte er, glaube ich, gar nicht kaufen. Warum auch immer. Oh, jetzt sind wir langsam. Ich glaube, die Claymore nimmt er gar nicht. Probieren wir gleich mal. What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you, I'm well armed. Yeah. Very friendly von dir, man. That thing registered? 849, die Desert Eagle mit drei Aufsätzen, finde ich relativ wenig, okay. 1900, VHS, weg. Sind wir jetzt schon bei 3100. Magazine weg hier. Geld des Händlers. 1184, aber das passt irgendwie immer nicht, ne? Trotzdem kannst du immer alles verkaufen. Zack, 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 alles weg. 9 mm behalten wir. Ich habe Hunger. Oh, doch, jetzt nimmt er die für Tausender. Nicht schlecht, das ist gut. So, dann hätten wir noch unseren Halfter. Hier SVD 2,4. 1700, 1800. Nice. Verkaufen und weg. Guck mal, von wegen. Geld des Händlers. 1104. Na, jetzt hat er sogar ein bisschen mehr. Na. Oh, ich habe noch ein bisschen was. Guck mal, hier. Zack, 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 verkaufe nochmal 294. Okay. Halfter waren leer. Tschüss, Meister. Danke für die Kohle. Hätte mehr sein können, aber was soll's. Ich bin zufrieden damit auf jeden Fall. Wir essen mal ein Happen Essen jetzt hier. Das kann ich noch nicht essen. Ich esse mal ein Stück Torte. Alles essen, genau. Dann wird gegöbelt. 100 pro. Ja, zwei Stücken, das reicht. Aber jetzt habe ich auch Bock auf Torte, Mann. Scheiße. Was steht drauf? Irgendwas mit Scum, ja. Weiß nicht, happy, happy birthday? Kein Plan. So, wir haben nichts mehr, ne? Lachmänner möchte ich aber bei einem General verkaufen. General Goods. Hose, alles weg hier. Tütchen Maissamen. Würde mich mal interessieren, ob der die Dinger hier auch nimmt. Mal reinpacken hier. Ja, das geht nicht, okay. Einfach nur mal, um es zu wissen. Das behalten wir. Wichtig, wichtig, wichtig. Guck mal, den Holzteil, den haben wir noch. Den können wir ihm auch noch andrehen hier. Und das Ding will ich auch versuchen zu verkaufen. Okay. Haben wir Holzteil noch weg? Ich glaube, der gibt auch nochmal 200 oder so. What's up? Dann haben wir auf jeden Fall endlich mal ein bisschen Kohle zusammen. 58, okay. Müssen uns. Bist fertig mit reden, Mignon? So. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass wir beide Autos immer voll tanken können. Muss man sich da wirklich keine Gedanken mehr drum machen, ne? So. Jetzt haben wir 16.796 jetzt.
Das ist schon mal schön. Das ist ein guter Anfang. Kann man sich etwas mehr zurücklehnen. Welcome, welcome. Feel free to... Let's see what you have. Kopf nimmt er 170, verticken wir ihm. Kann ich eh nichts mit anfangen. 405, weg damit. Maissamen, weg damit. Lachmänner nimmt er gar nicht, okay. 23 für Schraubendreher. Junge, Junge, Junge. Ist aber diesen wertvoller. Tschüss. Farewell, mate. Nimmt die im Saloon die Flachmänner? Es könnte sein, ne? Moin, Rebecca. So, verkaufen. I can take a look if you have something. $24 jeweils, guck mal. Kleinvieh macht Mist, sage ich euch. Immer weg damit. Hit me up when you need a refill, sugar. See you soon. Ja, genau. Flirten, ne? Sex Sales. So verkauft sich immer besser. Kannst du knicken nur. Mit mir nicht. So, jetzt müsste ich zusehen. Ich muss echt zusehen, dass ich das Fleisch gebraten krieg. Das mache ich jetzt aber nicht direkt. Ach, guck mal, was da noch rumliegt. Da liegt doch noch die AWP, die alte. Die will ich doch noch verscheuern. Ich glaube, die gibt nicht viel, ne? Wie viel hat die? 32%. Ich tippe, dafür gibt er mir 300. If you're trying to rob the police, ain't that thing registered? Kidding. 1435. Okay. What's up? Guck mal hier. Hä? Das wollen wir nicht mitverkaufen. Nein. Nur die Deserts. Okay. Hat er das jetzt doch gemacht? Nee. Hä? Die habe ich doch abgewählt und hab dann. Dementsprechend hat er auch das Geld abgezogen dafür. Dein Ernst jetzt? Da ist noch ein schöner Fehler im Spiel. Ihr habt es alle gesehen, ne? Man kann die abwählen. Dementsprechend wird dann auch sein Geld weniger, den Betrag, den ich erhalte. Also nicht sein Geld, sondern das Geld, was er an mich zahlen wollte. 8,99 waren es ohne Visier. Ja, und jetzt hat er sich das doch eingesteckt. Und mir weniger Kohle gegeben. Hey, Digga, was ist los mit dir? Liegt das hier irgendwo rum? Das ist jetzt ärgerlich. Naja, egal. Wir haben ja so ein bisschen. Ich habe es ja extra aufgehoben für Anna. Aber. Doch. Blöde Sau, du. So siehst du aus. Beschissen hast du mich. Beschissen hast du mich, Minion. Okay. Nicht nochmal. Okay. Gut, Leute, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Lasst mir eine Bewertung da. Kostenloses Abo, solltet ihr noch keins haben, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, bis bald, Dinski.